Jahrzehnte, dass rechtsextreme Gruppen und Personen über Waffen verfügen, über Sprengstoff verfügen, genügend militant sind. Und ich habe auch immer oft genug den Satz selber gesagt, wer Waffen hat und Sprengstoff hat, bei dem muss man auch damit rechnen, dass das zum Einsatz bringt. Die Gespräche im Kreisverband Jena gingen schon immer dahingehend, dass gesagt worden ist, mit Wahlen können wir hier nichts mehr erreichen, wir müssen uns radikalisieren. Was Bedrohliches, es war in dieser Stadt vorhanden und es war in Winsala in besonderer Weise konzentriert. Das konnte man vom Columbus Center sehen, das konnte man in den Jugendclubs sehen, das konnte man im Bürgerpark sehen. Wer es sehen wollte, hat es gesehen. In den 90er Jahren hat es mehrfach überfallen gegenüber Migranten hier, gegenüber Andersdenkenden, linksorientierte Jugendliche. Und das hatte mehrmals passiert. Das war immer eine Dunkelziffer, weil viele, zum Beispiel, wenn ich solche Überfälle gegenüber Migranten war, habe die normalerweise nicht zugetraut, bei der Polizei Anzeiger zu erstatten. Gestern, Donnerstag, der 26.03.1998, wurde gegen 16 Uhr im Saalfelder Stadtteil Gorndorf die 14-jährige Jana G. auf offener Straße niedergestochen. Das Mädchen war mit dem Fahrrad unterwegs, als sie von einer Gruppe jugendlicher Neonazis in ein Streitgespräch verwickelt wurde. Während diesem Streit zog ein 15-jähriger Jugendlicher ein Messer und verletzte Jana G. mit mehreren Stichen in Hals und Nieren tödlich. Sie verstarb etwa 15 Minuten später am Tatort. Die Gymnasiastin Jana G. kam aus dem linksalternativen Spektrum und war mit dem Täter bekannt. Naja, also in den 90ern war das so, dass sich die Kreise, in denen die drei unterwegs waren, ja schon mit Rechtsterrorismus theoretisch beschäftigt haben. Das heißt also führerloser Widerstand, das Beispiel Combat 18 aus England, Beispiele aus Skandinavien, in denen klar war, das diskutieren sie, diese Fragen. Dann wussten wir, dass es Wehrsportübungen gibt, dass sie sich Waffen beschaffen. Das ist also in den 90er Jahren, für jeden, der es wissen wollte, war das bekannt. Und Antifa-Gruppen, Anti-Nazi-Recherchegruppen haben das auch immer wieder veröffentlicht. Wo war denn hier Widerstand? Das war doch nur, das war doch so ähnlich wie mit den Stasi-Akten oder anderen Sachen, unangenehmen Nachrichten. Die werden verdrängt, so gut es nur geht und so lange. Und nur wenn es gar nicht mehr anders, dass man schon sozusagen mit dem Gesicht da reinfiel in diesem Brei, in diesem Matsch oder was es immer war, in dieser Scheiße, erst dann wurde das schweren Herzens akzeptiert. Ja, wir haben ja recht mit rechten Leuten zu tun oder einer rechtsextremen Szene. Aber was das Ausmaß der rechtsextremen Szene und die Gewalttätigkeit, die von ihnen ausging, und ich rede jetzt von den 90er Jahren, wie viele Leute hier aus dem Umfeld der JG, das sind ja nicht JG-Leute, die JG-Leute sind ja hergekommen, weil das einer der wenigen Orte war, wo sich dieses Problems und der Problematik und dieser Angst auch der Leute angenommen worden ist. Man hat die ja regelrecht zu JG-Leuten gemacht, weil sonst gab es doch hier keinen Anlaufpunkt. Also in den frühen 90er Jahren bis Mitte oder Ende, wo denn? Und wenn wir uns mit anderen Straßensozialarbeitern der Stadt unterhalten haben und auf die Problematik aufmerksam gemacht haben,
Da waren wir von diesen Feindbildern abgesehen. Wir waren die, die übertreiben, die wir da politisieren, die anstelle uns den Menschen zuzuwenden, diesen rechten Leuten und so weiter, die ein soziales Problem haben. Das war die generelle Erklärung für dieses Phänomen oder was es immer darstellen mag, Rechtsextremismus. Das sind junge Leute, die haben ein soziales Problem, die brauchen ein bisschen persönliche Zuwendung, sozialpädagogische Zuwendung und dann wird das alles gut. Das war richtig offizielle Linie. Ich habe zum Beispiel 2006 war so ein Vorfall am Braunen Haus draußen, kamen zwei Jugendliche, wo wir ein Gartenfest hatten draußen, über die Fußgängerbrücke und riefen Goodnight weit breit. Und das hat schon gereicht, dass die ganze Truppe rausstürmte und einen von denen krankenhausreif geschlagen hat. Weil ich schon damals weil ich schon wusste, es war schon um die 90er Jahre rum, dass in der rechten Szene scharfe Waffen in Gebrauch waren. Wir hatten selbst im besetzten Haus wurde auch mit scharfen Waffen gefeuert. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass halt auch es zu solchen Taten kam. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, der Herr Röhlinger, unser starker Bürgermeister von Jena, der tut irgendwelchen linksorientierten Jugendlichen, tut irgendwelche Häuser zur Verfügung stellen, wo die reingehen können. Das habe ich letztens erst wieder erlebt, wo die wirklich drin sind. Und wir kriegen also als rechtsorientierten Jugendlichen, wenn man das mal so bezeichnen kann, kriegen wir nicht ein Haus. Das finde ich total affig, jetzt wirklich. Ist aber so, wenn ich mir dann angucke, zum Beispiel in Jena Ost, dass da ein Haus gab oder ob es das noch gibt, dass dann irgendwelche Fahnen da hängen gegen Nazis oder so, das ist dermaßen provokativ. Geh zuerst und ruf die Polizei, aber er hat das getan. Sie haben hinter mir gelaufen und danach die Polizei sind gekommen. Aber wann die Polizei sind gekommen, ich habe nur gesagt, pass auf, der da hat eine Waffe und der andere hat ein Messer. Aber die Polizei, sie haben das gefunden. Einer hat mir gesagt, alles liegt nicht in meinen Händen. Ist die Stadtanwalt, sollte sie entscheiden. Aber sei nicht naiv. Naja. Also ich bin in Lobeda aufgewachsen und habe Anfang der 90er Jahre eine Jugendumweltgruppe gegründet, bin dann mit Partyhosen und Strickpulli durch die Stadt gelaufen und dann hat man schon Anfang der 90er Jahre ziemlich schnell gemerkt, dass es da Leute gibt, die das nicht gut finden. Das heißt, ich habe das also in Lobeda eigentlich schon Anfang der 90er mitgekriegt, dass es die gibt. Habe dann auch persönlich so ein paar Erlebnisse gehabt, wo man dann auch gemerkt hat, dass da doch wenig Hemmungen dabei sind. Also Anfang der 90er Jahre bin ich ein, zwei Mal auch überfallen worden von Nazis, habe meine Schneidezähne verloren, bin öfters mal auf dem Fahrrad gezerrt worden, auf dem Fahrradweg. Und dann merkt man schon, dass es da so eine harte Szene auch gibt in Jena. Für mich war ihr Auftreten eigentlich von Anfang an ziemlich bedrohlich und damit auch, der Gewaltfaktor war für mich von Anfang an eigentlich erkennbar. Diese Radikalisierung, die letzten Endes hin zum Terrorismus sich entwickelt hat, habe ich sicherlich so direkt nicht erlebt und mitvollziehen können. Aber so punktuell, also diese Geschichte mit der Bombenwerkstatt und so, das waren ja Achtungszeichen, wo man gemerkt hat, passt auf, hier passiert etwas, was nichts mehr zu tun hat mit ein bisschen jugendgemäßen extremen Aktivitäten oder so, sondern das war schon richtig. Da merkte man, hier passiert etwas, was über die Grenze geht. Wo ich aber immer wieder, wo ich schockiert bin, wenn von ganz normalen Leuten Äußerungen gemacht werden gegen, was weiß ich, Leute, die anders sind. Und das gibt es halt im Alltag. Und das ist, finde ich, das erschreckt mich und das schockiert mich. Und das finde ich, ja, ich denke, da muss man auch hingucken. Thank you.
Moment setzen dann natürlich so Fragen ein. Hat man da was falsch gemacht? Da hätte man was anderes machen können noch? Ja. Wir haben zwei große oder zwei Fehler gemacht. Das ist nicht zu bestreiten. Der eine Fehler war derjenige, wir haben auch außerhalb von Veranstaltungen Alkohol zugelassen. Das bedeutete, dass du natürlich auch Leute angezogen hast. Also das war so eine Strategie. Also du hast ja diese Strategie der Rechtsextremen bis zur Jahrtausendwende gehabt, dass die sich in Winsala auf den Platz gestellt haben, haben Bierkästen hingestellt und haben Bratwürste gebraten und haben versucht, also die Leute zu kriegen und mit ihnen im Grunde genommen dann zu reden und sie für ihre Sachen, für ihre Veranstaltungen, für ihre Strukturen zu gewinnen. So, und wir wissen schon, dass wir damals im Grunde genommen Sachen ermöglicht haben, das auch infrastrukturell ein Stück zu nutzen. Also das äußert sich dann so, dass also Gespräche verstummt sind, wenn eine Sozialpädagogik hingekommen ist. So, und die zweite Geschichte ist diejenige, wir haben auch innerhalb der Selbstbestimmung Sachen ermöglicht, die einfach nicht in Ordnung waren. Also das war einmal, dass wir vielleicht, oder denke ich, zu lange zugeguckt haben, dass im Bandprobenraum eine rechtsgefährdete und dann offensichtlich rechtsradikal gewordene Band geprobt hat. Ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir ihnen natürlich auch eine Chance gegeben. Also wir haben ihnen auch die Hand gereicht, die sie dann aber nicht genutzt haben und uns dann auch ein Stück ausgenutzt haben. Wie ich habe... Neben diese junge Club gab es eine Schule und ich habe in dieser Schule Unterricht. Und ich habe mit den Jungen gesprochen, sie haben gesagt, ja, sie sind böse in dieser Club. Sie gehen nicht im Club, weil sie sind böse. Es würde darum gehen, dass wir die Gespräche, die wir jetzt in kleinen Räumen schon angefangen haben, zwischen rechten und linken Jugendlichen, die ganz einfach Probleme miteinander im Umgang haben, dass wir das mal auf eine Ebene bringen, dass das zum Beispiel auch mal das Fernsehen gezeigt wird, dass sowas läuft und dass andere Leute daran vielleicht auch mal lernen können, wie man sowas macht und dass sowas überhaupt erstmal möglich ist, dass es publiziert wird und dass auch andere Leute begreifen, dass es nicht nur hier Rechte und Linke gibt, sondern dass es eine ganze Menge Gemeinsamkeiten gibt und dass solche Gespräche auch weiterhelfen. Ja, und wenn das öffentlich gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, werden viele darüber nachdenken. Okay, ich habe nicht solche Gespräche. Aber wenn es wieder so abläuft, dass du dir irgendwelche Taten, wo du dich mal mit irgendwelchen Leuten geboxt hast oder so, mit Verhalten, gell, weißt du genau, wie es dann wieder abläuft. Das ist nämlich affig. Das sind ja so zähe Prozesse gewesen. Ich habe immer nur gedacht, also wir spielen ja den Rechten total in die Hand, wenn die wüssten, was hier im Rand, am runden Tisch los ist. Die lachen, ja. Also. Als Wohlleben für den Ortschaftsrat in Winsala kandidiert hat. Jeder hat gewusst, wer Wohlleben ist. Jeder. Also ich kann mich an Gespräche mit einer Journalistin erinnern, die zu mir gesagt hat, was machen wir denn jetzt? Der kandidiert für den Ortschaftsrat. Wenn wir jetzt sagen, der, also das ist ein Rechter, das ist ein Nazi. Dann wird er vielleicht das Recht gewählt. Lassen wir es mal stillschweigend durchlaufen. Und ich bin in das Wahllokal, ich habe ja wirklich da gewohnt, ich bin in das Wahllokal gegangen und da kamen die, ich dachte, also da war es auch noch nicht so schick, Ortschaftsratsmitglied zu sein oder die hatten noch nicht erfasst, dass man da auch politisch was machen kann. Und die sind aber mit Mann und Maus zur Wahl gegangen und das hat gereicht, da brauchte man nicht viele Stimmen und bums, war Wohlleben im Ortschaftsrat und ist dann für Jugendarbeit verantwortlich gewesen in Winsala. Ist doch eine Nummer. Also Jugendarbeit ist immer wichtig, weil Nachwuchs wird immer gebraucht, es wird überall gebraucht. Und gerade die Schülerzeitung ist natürlich ein guter Ansatzpunkt, weil man da seine Meinung relativ gut auch an Schüler rüberbringen kann. Was natürlich gemacht wird, ist, dass zum Beispiel eine Kinderbetreuung übernommen wird, kostenlos. Oder dass auch gerade so Hausaufgabendienste übernommen werden von uns oder halt von Studenten. Und dass wir da versuchen, mit den Jugendlichen Kontakt schon aufzunehmen, gerade auch wenn sie schon jünger sind, dass man halt sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter nicht viel Zeit hat, dass man halt sagen, wir passen auf dein Kind auf, ist kein Problem und von daher
ist ja der Ansatzpunkt zum Bürger. Also wir sind erstens dann bürgernah und zweitens kriegt das Kind schon mit, dass wir nicht die Bösen sind. Die aktuelle Lage in Jena ist davon gekennzeichnet, dass sich die rechte Szene im Wesentlichen zurückhält. Das hat was zu tun mit den politischen Plänen, die die rechte Szene hat. Man will ja zur Landtagswahl politisch auf dem Tablett sein, will also dort nicht auffällig werden. Und das hat zur Folge, dass natürlich dieses Gegenpotenzial sich wirksamer zeigt, was allerdings dann auch in Sachbeschädigungen sich äußert, was in körperlichen und tätlichen Auseinandersetzungen zum Ausdruck kommt. Für uns sind Wahlen momentan nicht so der Blickpunkt, auf den wir achten. Ja, diese Informationen sind an mich genauso wie an alle anderen sicherlich auch sehr medienvermittelt herangetragen worden. Ich habe das in erster Linie durch Rundfunk und Fernsehen erfahren, über die Zeitung erfahren und war sicherlich genauso wie viele auch hier in Jena, insbesondere auch in meinem Kollegenkreis, sehr überrascht darüber, was sich da alles abgespielt hat und in welchem Zusammenhang das nun mit dieser NSU-Gruppe gebracht wurde und dass dann am Ende die Wurzeln ein bisschen nach Jena geschlagen haben. Anders als das, was diese kleine Truppe hier geschafft hat, unerkannt so viel Morde zu begehen, aber eines hätte doch die Behörden stutzig machen müssen, dass es immer dieselben Opfer waren. Also wenn man diesen Vorwurf formuliert, dann müsste man den gegenüber der Zivilgesellschaft und den Antifa-Gruppen gemeinsam formulieren. Weil auch Antifa-Gruppen ist es nicht gelungen, diesen Rechtsterrorismus zu verhindern. Also die Entstehung des Terrornetzwerks NSU ist nicht erklärbar, ohne dass man sich anschaut, was bei den Pogromen in Rostock und Hoyerswerda passiert ist. Rostock und Hoyerswerda und die de facto Abschaffung des Grundrechts auf Asyl waren ein Motivationsschub für die militante Neonazi-Szene, weil sie gesehen haben, es gelingt ihnen innerhalb von ein paar Jahren mit einer militanten Kampagne ihr Ziel, nämlich die Abschaffung des Asylrechts, de facto durchzusetzen. Das heißt also, Pogrome von ihnen mitorganisiert und aufsetzend auf einer rassistischen Stimmung in der Bevölkerung, ja, führen zur Erfüllung ihres Hauptziels. Deutschland ist lieb! Wer Deutschland verlassen! Wer Deutschland nicht lieb! Ja, das ist ein Schimpf, junge Leute! Ich hörte Anfang der 90er Jahre, ich glaube es war Frau Dr. Kaschuba, vielleicht auch Frau König, von Begriffen, mit denen ich am Anfang gar nicht viel anfangen konnte, Zecken oder freie, befreite Gebiete. Das waren für mich unwirkliche Vokabeln, die ich erst nicht ernst genommen habe. Jetzt im Nachgang bin ich überrascht, dass wir in der Gesellschaft diese Themen nicht früher ernsthafter diskutiert und erörtert haben. Noch viel nachzuholen, weil mein Eindruck, dass manchmal diese Wahrnehmung ist, nur wenn ein besonderes Ereignis ist, wenn auch tragische Ereignis, wie jetzt die Morde der Migrantinnen und Migranten durch diese Terror-Trio. Und wir wissen nicht, dass, ob in ein oder zwei Jahren diese Wahrnehmung noch so stark da ist. Der Widerstand ist in Wellen erfolgt. Es gibt eine Wellenbewegung der Aufmerksamkeit gegenüber der extremen Rechten.
Und ich würde sagen, es gibt ein paar Phasen, die man unterscheiden kann, auch in Jena, wo dann zivilgesellschaftlicher Widerstand auch größer geworden ist. Das Problem von Antifa-Gruppen, dass sie meist jugenddominiert sind, dass nur wenige Ältere mitmachen und dass sie schnell wieder zerfallen. Großorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien haben sich, würde ich sagen, erst ab den 2000ern richtig intensiv um das Problem gekümmert. Und das, was wir heute erleben, also in Jena eine kritische, wache Zivilgesellschaft, die sagt, wir wollen organisierten zivilen Ungehorsam gegen Nazi-Aufmärsche, das ist etwas, was im Grunde erst ab 2007 wirklich gegriffen hat, auch weil bestimmte politische Gruppen gesagt haben, wir brauchen ein anderes Konzept, um an Zivilgesellschaft auch heranzukommen. Wir brauchen breite Bündnisse, ne? Und da hat sich die JG Stadtmitte, auch der Stadtjugendpfarrer, ja immer drum bemüht. Ne? Und das ist etwas ganz Wichtiges. Aber da muss man sozusagen auch mal im Anführungszeichen im bürgerlichen Lager, sage ich auch mal, die Antifa wahrnehmen und auch würdigen und so weiter. Ne? Also das heißt eben nicht, dass man sozusagen, also es gab ja auch lange also so ein Denken, also was weiß ich, das sind ja vor allem die Linken und so weiter. Und damit hing ja auch dann im Grunde diese Verharmlosung des Rechtsextremismus im Grunde auch zusammen. Sagen wir mal so, in den 90er Jahren hatten viele so auch aus meinem Freundeskreis so gedacht, ja, was gegen Nazis zu machen, das ist eine Sache der, so der antifaschistisch eingestellten Jugendlichen, ist eine Sache von der JG. Man hat eine gewisse Sympathie gehabt, aber mitgemacht natürlich nicht, weil man schon ein bisschen anders ist. Und ja, also diese, man hat auch, glaube ich, denke ich, hat das auch immer gedacht, dass viel auch traumatisiert worden ist. Viele Menschen, die sagen, wir nehmen das nicht hin, wir wollen Widerstand zeigen, wir wollen Gesicht zeigen, wir wollen, dass dieses Gedankengut nicht Raum bekommt und wir stehen auf, um den Nazis keinen Raum zu geben. Das macht mich froh, aber ich werde weiter kämpfen, dass es noch mehr werden. Meine Idealvorstellung wäre, dass bei Nazi-Demonstrationen so viele Gegendemonstranten da sind, dass die Polizei eigentlich Versammlungen auflösen muss, weil sie das Ganze nicht mehr beherrschen kann. Das wäre mein Ziel, dass nicht nur 2.000, 3.000 Demonstranten da sind, sondern 10.000, 15.000. Und dann, glaube ich, wäre eine neue Qualität des Widerstandes erreicht. Ich glaube, es gibt auch heute noch, selbst heute, eine Kultur des Wegschauens und des Verharmlosens. Es gibt auch heute noch, auch in Thüringen, genügend Anlässe, wo Polizei oder auch die Öffentlichkeit verharmlosen und sagen, in Anführungszeichen, unsere Nazis bei uns im Dorf, die sind doch gar nicht so schlimm, die machen doch nichts. Spätestens dieser Aufschrei, als die Akzente-Sendung hier in Jena, also über Jena gesendet worden ist, da haben sich doch ganz viele überhaupt nicht gefragt, ob wir hier in Jena ein Problem mit Alltagsrassismus haben, sondern sie haben sich in erster Linie darüber aufgeregt, dass das Bild von Jena so schlimm dargestellt worden ist. Und wer offen durch die Stadt geht und wer offen guckt, wie es in seinem Umfeld aussieht, der merkt, dass es diesen Alltagsrassismus gibt. Der Widerstand ein Stück weit bürgerlicher geworden, also der Widerstand hat mehr ein bürgerliches Gesicht bekommen, sagen wir so rum, mit denen, was halt aber auch schwierig ist, weil natürlich da hingehend bei Aufweichungen halt drin sind. Schwer zu sagen, also weil sie haben, glaube ich, gelernt, sich zurückzuhalten. Also sie sind im Straßenbild oft nicht mehr so präsent. Man merkt das an Veranstaltungen. Und ich glaube, dass wir dadurch insgesamt nach wie vor vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit auf das Thema verwenden. Ich setze mich mit vielen anderen Demokraten der Stadt Jena ausdrücklich dafür ein, das systematisch zu bekämpfen, weil das ist nicht eine Aktion gegen die guten Sitten, sondern gegen das Grundverständnis des Menschen. Ich muss ganz klar sagen, dass wir in den Anfangsjahren des neuen Jahrtausends mit dieser Szene sehr intensiv zu tun gehabt haben, Stichwort Fester Völker, als eine der herausragenden Aktivitäten, die man versucht hat, hier in Jena zu etablieren. Und die Gott sei Dank des großen Netzwerkgedankens und des hohen Engagements aller Menschen hier in dieser Stadt dann von Jena wieder verdrängt werden konnte. Also ich nehme in Jena oder ich habe diesen Widerstand immer erlebt. Der war, denke ich, außergewöhnlich, wenn ich andere Städte angucke.
Und für mich ist schon die JG-Stadtmitte so dieses Zentrum des Widerstandes. Die JG-Stadtmitte informiert sich gründlich und ist wirklich kontinuierlich die ganzen Jahre immer an diesem Thema dran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn nicht Jena auch so ein Wirtschaftsstandort wäre, inwieweit die Mobilisierung dann doch so groß geworden wäre, wie sie dann, trotzdem es noch zu wenige waren, geworden ist. Also natürlich spielt da auch eine große Rolle, also die Außenwirkung, ja, also Jena. In Winserla war es so, dass um die Jahrtausendwende mit der Etablierung der Stadtteilbüros, mit Programm, dem Bundesprogramm Stärken vor Ort, dort zum einen Projekte durchgeführt werden konnten, sich Leute zusammengetan haben, was gemacht haben. Ich glaube, dass es in Jena relativ gut gemacht worden ist. Wobei ich manchmal auch sehe, dass es mit Hilflosigkeit von uns allen verbunden ist. Also so diese sozusagen diese Symbolpolitik, die wir dann auch auffahren und wo wir sagen, also wir machen das jetzt so und so. Da denke ich manchmal, es zeigt auch eine Hilflosigkeit, dass wir nicht so richtig wissen, wie gehen wir damit eigentlich um. Ich denke schon, dass einzelne Menschen in Jena auch wirklich tief im Herzen die Rechtsextremen ablehnen. Aber ich würde sagen, die große Masse interessiert das Thema nur marginal. Wir haben hier sogenannte Kontingentflüchtlinge, aus der ehemaligen Sowjetunion, jüdische Bürger, Bürgerinnen, die, weißt du, wo die überhaupt sind? Haben die hier ein Haus, einen Raum? Ich weiß es schon, ja, die haben schon Haus und Raum. Das wird aber nicht beschriftet, das und schon gar nicht wird die Adresse herausgegeben. Leute, mit diesem Zustand geben wir uns zufrieden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Haben wir Angst? Oder was ist denn da los? Da stimmt doch etwas nicht. Und es wird überhaupt nicht wahrgenommen, dass da etwas nicht stimmt. Die Leute verstecken sich sozusagen. Oder haben das Gefühl, dass sie verstecken müssen. Und wir, auch ich, tue kaum etwas dafür, um diesen Zustand zu ändern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da müssten wir aufschreien. Machen wir nicht. Warum?